Gleich mehrere Premieren erlebten die Besucher der Show Unsere Besten am Donnerstagabend im Alten E-Werk in Göppingen. Zum ersten Mal standen namhafte Musiker aus dem Kreis gemeinsam auf der Bühne, um die erste gemeinsame CD vorzustellen. Und die Stauferland-Hymne wurde uraufgeführt. Sie wurde eigens für die NWZ-Standortinitiative Wir im Stauferland komponiert. Neben dem Standortmagazin Wir im Stauferland hat der Kreis Göppingen jetzt mit der neuen CD Wir im Stauferland, so klingt's bei uns, eine musikalische Visitenkarte. Wir hatten ja vor 5 Jahren die Aktion Wir schaffen's. Das war so die Initialzündung, dass wir gesagt haben, wenn ein Landkreis in Lethargie liegt, wollen wir ein bisschen Mut machen und haben ja diese Kampagne damals ins Leben gerufen. Daraus sind dann mehrere weitere Schritte entstanden und wir wollten den Prozess der Leuchttürme, den es ja hier im Landkreis gibt, aktiv begleiten. Und daraus ist die Idee der Aktion Wir im Stauferland entstanden, die sich niederschlägt in, zum einen in einem Heft, in einem Magazin, das wir 2-mal jährlich herausbringen und die starken Seiten vorstellen wollen im Landkreis und dass wir auch verschicken nach außen. Und da der Landkreis auch auf dem Gebiet der Musik seine starken Seiten hat, lag die Idee einer gemeinsamen CD quasi auf der Hand. Für das Projekt konnten die bekanntesten Interpreten aus dem Kreis gewonnen werden, die für die Produktion jeweils 2 Titel beisteuerten. Die Akkordeon-Weltmeisterin Christa Behnke, das Schlagerduo Daniel und Steffen, das Chaos Plus Duo, das Trommelda-Trio, Harald Immich und die Lumberjack Big Band. Der Heininger Komponist Hans-Ulrich Pohl steuerte außerdem noch 2 Melodien aus seinen Musicals bei. Bis auf die Lumberjacker standen zum ersten Mal jetzt alle gemeinsam auf der Bühne. Es war enorm, weil man überlegt, die ganzen Künstler mal zusammen auf der Bühne zu haben, war eigentlich noch nie da im Kreis Göppingen. Alle wirklich namhaften Künstler, die irgendwo Rundfunk, Fernsehen hatten, waren noch nie zusammen in einer Show auf der Bühne. Und das ist natürlich eine tolle Idee gewesen und deshalb haben wir es gemacht. Wir vertreten den Stauferkreis und das finde ich gut. Ja, nee, das ist eine super Idee und es macht auch Spaß. Man kennt sich eigentlich ja von zig Auftritten her und von daher ist eigentlich wirklich lustig, auch mal mit den Leuten wieder zusammen auf der Bühne zu stehen. Also es macht uns alle wirklich Freude und wenn es dann auch noch für einen guten Zweck ist, alles richtig macht, denke ich. Klasse. Und man fragt sich natürlich, warum man nicht schon früher drauf gekommen ist. Aber ich denke, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Man hat gemerkt, der Herr Gramsch hat gesagt, man hätte doppelt so viele Karten verkaufen können, wie heute hier waren. Also man merkt, dass die Leute diese Veranstaltung lieben und diese Idee mögen. Und ich bin als waschechter Göppinger, gebürtiger Göppinger absolut auch voll begeistert und stehe voll dahinter. Ja, finde ich gut. Also es gibt eine Vielfalt. Natürlich ist immer Sprung von einem zum anderen, wenn jemand etwas liebt und ganz hören möchte, ist es nochmal anders, aber ich finde es einfach auch gute Sache, wirklich gute Sache. Also das ist ja wie so, wie soll man sagen, Kuschelrock oder Bravo-Hits halt auf Stauferland. Ebenfalls auf der CD die neue Stauferland-Hymne, komponiert von Hans-Ulrich Pohl, der Text stammt von NWZ-Chefredakteur Rüdiger Gramsch. Die 11-jährige Kati Pohl sang die Hymne bei der Show zum ersten Mal live auf der Bühne. Den Liedtext hatte sie schnell auswendig gelernt. Wenn man die Musik hört und das dann einmal gesungen hat, dann prägt sich das schon ein. Auch die Besucher im restlos ausverkauften Alten E-Werk konnten die Hymne am Ende der Show, auch dank Spickzettel, schon mitsingen. Ob volkstümliche Musik, schwäbische Mundart, Schlager oder Folklore, bei der Show Unsere Besten war und auf der CD ist für jeden Geschmack etwas dabei. Also ich bin ganz begeistert, wie unterhaltsam, auch wie niveauvoll diese Veranstaltung war. Sicherlich etwas ganz Neues für unseren Kreis Göppingen, aber ein schöner Impuls, eine schöne Innovation. Mir hat es sehr gut gefallen. Unglaublich. Also ich habe nicht erwartet, dass so etwas Schönes heute Abend geboten wird. Ich bin ganz begeistert. Ich bin sowieso eine Fanatikerin in Sachen Musik, aber es war wunderbar. Vielseitig, lustig, heiter und vor allen Dingen auch nachdenkliche Sachen dabei. Es war wunderschön. Wir sind manchmal die Tränen gekommen. Es war ganz hervorragend, es war ganz klasse. Ich finde es auch toll, dass man mal die Ressourcen, die man auch künstlerisch im Stauferkreis hat, dass man die mal im breiten Publikum nun darstellt. Und dem Landkreis hat natürlich so eine Hymne gefehlt, gar keine Frage. Toll, es war nach meiner Auffassung ein rundum gelungener Abend. Ganz fantastisch. Und bringt uns sicherlich auch nach vorne als Stauferkreis. Und man muss da auch dran denken, gute Taten und über CD dann eine weitere Verbreitung. Wunderbar.
Das war sehr schön, war sehr kurzweilig, war sehr gut gemacht, viel Herz dabei, viel Spaß, also war eine super Sache. Mir hat es ausgezeichnet gefallen. Also ich fand es toll, mal diesen Querschnitt zu sehen, was im Kreis Göppingen alles geboten ist. Man staunt dann, was es da alles gibt. Und dass man so konzentriert zu sehen an einem Abend, finde ich spitze. Und vielleicht kann man das einmal wiederholen. Die mitwirkenden Künstler verzichten übrigens alle auf ihre Gage. Der Erlös aus dem CD-Verkauf fließt komplett auf das Spendenkonto der NWZ-Aktion Gute Taten. Die CD Wir im Stauferland, so klingt's bei uns, ist ab sofort zusammen mit dem Magazin Wir im Stauferland im NWZ-Verlagshaus und im Zeitschriftenhandel für 9,90 € erhältlich.